Herzlich willkommen zu meinem Interview vom Jugendparlament Worms. Ich bin die Anelia Stefanova und hier begrüße ich ganz herzlich die junge Dame neben mir, die ich jetzt interviewen werde bezüglich zu den Kommunalwahlen. Wollen Sie sich kurz einmal vorstellen? Ja, gerne. Als erstes möchte ich mich aber ganz recht herzlich bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendparlament bedanken, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, die politischen Vertreter aus den verschiedenen Parteien heute einzuladen und uns die Gelegenheit zu geben, ja, unsere Meinung vorzustellen. Mein Name ist Maria Unterschütz. Ich bin die Vorsitzende der SPD und freue mich sehr, heute Ihren Fragen Antwort zu stehen. Super, dann können wir direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, welche genauen Veränderungen wollen Sie in Schulen hinsichtlich der Gebäude angehen? Sie treffen mit dieser Frage den Kernpunkt der SPD Worms. Wir haben in unserem Wahlprogramm genau dieses Thema mit an vorderste Front gesetzt, wenn ich das so ausdrücken darf. Und für uns ist die Ausstattung von Schulen wie auch von Kindertagesstätten einer der wesentlichen Punkte, denen wir uns widmen müssen. Sanierung einer Schule ist es nicht mehr mit Tapete neu anbringen und einen Farbwechsel. Hier sprechen wir von Kernsanierungen, hier reden wir auch von pädagogischen Erweiterungen, die zum Beispiel in den Bereich Mittagessensversorgung von Schulen, Mensen einzurichten an Schulen, Schulen modern und zeitgerecht auch zu gestalten und zu verändern. Das sind große, große politische und vor allen Dingen finanzielle Aufgaben. Wir wissen es als Politische sehr wohl, dass wir gerne unsere Schule, die uns am nächsten liegt, weil wir selbst als Schülerinnen und Schüler dort waren, wichtig ist, oder aber so wie in meinem Falle, ich selbst an einer Schule arbeite. Das sind unsere Prioritäten, die wir als Personen setzen. Wir müssen es aber denjenigen überlassen, die die Durchführung umsetzen und müssen diese Gelder auch zur Verfügung stellen, die wirklich notwendig sind. Denn nur wenn wir diese Hürde schaffen, unsere Schulen aufzupeppen und in die neue Zeit zu transformieren, dann schaffen wir es auch, Ihnen als junge Menschen, die die Schule noch besuchen, eine gute Heimstätte und eine gute Lernatmosphäre zu schaffen. Dankeschön nochmal für die Antwort. Dann würde ich gerade mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar, wenn Sie in den Stadtrat gewählt werden, was wollen Sie ganz konkret sichtlich für die Jugend verändern? Ganz konkret ist für mich meine Vision. Meine Vision, der ich nachgehen möchte. Für mich wäre es eine große Chance, das Thema, das mir seit meiner frühesten Jugend ausgesprochen am Herzen liegt, und zwar die Schaffung eines Jugendzentrums, das ist nämlich mein beruflicher Starter gewesen, dass ich in einem Jugendzentrum gearbeitet habe und selbst auch als junger Mensch einen Großteil in einem Jugendzentrum verbracht habe und weiß, welch eine Bedeutung das für junge Menschen haben kann. Die Bedarfe, die Bedürfnisse haben sich natürlich heute geändert. Der Grundtenor ist allerdings geblieben. Wir brauchen Punkte, wir brauchen Points, an denen wir uns treffen können, an denen wir unsere Leidenschaften nachgehen können. Jetzt schmunzle ich ein bisschen, aber wo Musik gemacht werden kann, wo Kunst gemacht werden kann, wo man Gleichgesinnte trifft, mit denen man reden kann. Treffpunkt ist für junge Menschen, nicht nur für junge Menschen, für alle Menschen, aber auch für junge Menschen besonders wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema nicht aus dem Auge verlieren. Wichtig sind auch die kleinen Treffpunkte und die haben sich schon auch gemehrt. Die Jugendtreffpunkte, die es in allen möglichen Stadtteilen gibt, in den Vororten gibt, sind sehr belebt. Und wir erfahren momentan gerade auch vom Haus der Jugend, dass das eine regelrechte Renaissance erlebt. Also so wie mir berichtet wird, was meine Schüler mir erzählen, ist die Bude voll und es wird sehr gut angenommen. Und das heißt natürlich auch für uns als Politische, die nicht mehr ganz so jung sind, das Jugendzentrum an sich hat seine Bedeutung nicht verloren. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, Ihnen und Ihrer Jugend einen Platz für Kommunikation, Kunst und Austausch zu bieten. Und das ist mein konkretes Ziel und meine Vision.
Das ist also hervorragend. Ich danke Ihnen auch für diese Antwort. Und kommen wir dann jetzt nun zu der Schlussfrage. Nennen Sie einen konkreten Punkt, warum Jugendliche Ihre Partei bzw. Sie als Person wählen sollte? Jugendliche sollten unsere Partei wählen, weil wir mit über 150 Jahren auf dem Buckel die älteste demokratische Partei Deutschlands sind. Und diese demokratische Partei hat ihre Haltung zur Demokratie niemals verloren und niemals verraten. Wir sind der Garant für Demokratie. Das heißt, für uns wird der Mensch und das Menschenrecht immer im Vordergrund stehen. Und das ist uns so wichtig und das ist so alt und deswegen ist es so gut. Und weil es so gut ist, sind wir auch so gut. Außerdem ist die Jusos, die Ihnen vielleicht auch ein Begriff sind, eine der ältesten politischen Jugendorganisationen, die es gibt. Schon 1904 haben sich die ersten Menschen zusammengetan, jungen Menschen, und haben einen Ableger der Jusos damals schon gegründet. Das heißt also, in meiner Partei hat die Arbeit der Jugend, die politische Arbeit der Jugend, eine große Tradition. Und ich möchte gern eins noch mit anführen, ist, dass die schwierigsten und die kritischsten, die uns die größten Probleme machen, letztendlich Generalsekretär werden in unserer Partei. Wir haben Platz für kritische Gedanken, wir haben Platz für eine kritische und gute Auseinandersetzung. Und deswegen heißen wir alle herzlich willkommen. Ich danke Ihnen dann auch nochmal für die letzte Frage und für die ganzen Fragen, die Sie nochmal beantwortet haben und auch für die Zeit, die Sie sich noch genommen hatten, nochmal vorbeizukommen. Das war's dann mit dem Interview. Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Ja.